Schönen guten Morgen. Spreche ich gerade mit Gerold Steiner? Mhm. Wem spreche ich denn da? Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Mhm. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Leon Schmidt am Apparat. Spreche ich mit Maximilian Musterhammershausen. Ja. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute habe ich euch gleich drei Abzockanrufe mitgebracht. Ich wünsche euch viel Spaß. Schönen guten Morgen. Spreche ich gerade mit Gerold Steiner. Schön, Sie am Apparat zu haben. Ja. Also, mein Name ist Carmen Larsson, Kundeberaterin von Bitcoin Trading, wo Sie vor 4 Minuten eine Anmeldung gemacht haben. Ist das richtig? Möglicherweise, ja. Ja, da ist es wieder, das eklige Geschäft mit dem Trading-Betrug. Vor allem ist es so ekelhaft mittlerweile, dass man hat sich gerade mal angemeldet und es dauert wirklich keine paar Minuten, da klingelt schon das Telefon und ja, die sind so gierig nach Geld. Teilweise funktionieren aber die Webseiten auch echt nur so, dass die Geld verdienen können, wenn sie anrufen, denn Einzahlungsmethoden fehlen mittlerweile teilweise auf deren Webseiten sogar schon ganz, weil man euch halt über Crypto-Wallets weiterleitet. Hat den Vorteil, man braucht eigentlich fast keine eigene Webseite mehr und man kann alles ausschließlich über E-Mail irgendwie regeln. Tja, und somit ist der Betrug viel kostengünstiger, einfacher und schneller durchzuführen, als dass man den Kunden irgendwie mit einer Webseite noch ablenken müsste. Na, also das spart man sich jetzt mittlerweile auch schon. Ich wollte Ihnen gerne weiterhelfen, Herr Steiner, und weiter informieren, wie Sie Ihre Handelskonto aktivieren können und erklären Ihnen, wie bei uns läuft und funktioniert. Es dauert nicht viel, ja? Ja. Ich wollte Ihnen kurz fragen, wie haben Sie das Anmeldung gemacht? Durch per Handy oder per Computer oder Laptop? Mit meinen Fingern auf der Tastatur. Mit Computer? Schön. Ja. Und wie möchten Sie das Konto aktivieren? Oh, hier, kleinen Moment, andere Telefon klingelt. Ich muss mal kurz gehen ran. Ja, ich bin hier in der Leitung, hallo? Ja? Ja, können Sie eine Stunde nochmal anrufen? Jo. So, die andere Tante ruft denn eine Stunde an. Also, Herr Steiner, ich würde Ihnen... Ja? Ich würde Ihnen sofort einen Link per E-Mail verschicken. Das ist ein Link, wo Sie einfach einloggen können. Oh ja, ich mag Links. Perfekt. Ich habe hier Ihre E-Mail-Adresse, gerold.steiner@mbcc.com. Ja. .de. Ja. Sie bekommen sofort einen Link von uns. Einen kleinen Augenblick bitte. Ja. Herr Steiner, ich habe schon geschickt. Ach, Sie haben schon geschickt, ja? Ich habe schon geschickt, ist schon raus. Gehen Sie sofort bei Ihrem Posteingang oder am besten aktualisieren Sie zuerst. Und ob Sie erhalten haben, sagen Sie mir bitte einfach Bescheid. Wenn nicht, versuche ich nochmal, ja? Also gehe ich jetzt erstmal in mein E-Mail-Postfach, ja? Genau, richtig. Von Carmen Larsson. Ich habe jetzt hier von Jansson Fuchel eine Nachricht bekommen, von Zero Invest. Nee, ich weiß es nicht, wer er ist, aber von Carmen Larsson. Machen Sie einmal aktualisieren oder schauen Sie ganz kurz, Ihr Spam-Ordner vielleicht da gelandet ist? Ja, ich guck mal im Spam-Ordner. So. Da ist aber auch noch nichts Neues. Ich gucke mal beim Posteingang, da habe ich wieder eine Nachricht bekommen. Jetzt dauert das ein kleines bisschen. Da bestimmt meine E-Mail. Weil im Spam, da sind nämlich mittlerweile fast 100.000 E-Mails drin. Deswegen ist es hier ganz langsam, das Postfach. Verstehe. Das ist alles voll mit Müll. Weil mir steht... Ich glaube, hier müssen Sie einfach so... Wieder einer an. Warten Sie mal hier. Ganz kurz. Ja. Ja, hallo? Ja, können Sie in 30 Minuten? Ja, jetzt nicht. Jetzt habe ich noch eine andere nette Dame auf dem Telefon. Ja, wie gesagt, in eine Stunde können wir sprechen. Oder eine halbe Stunde oder so. Wenn die Dame hier fertig ist. Nein, wir sind gerade... Ja, genau. Ich rufe von Platinex-Plattform. Ja. Ich brauche mit niemand anderem zu sprechen. Warten Sie mal. Hallo, sind Sie noch dran? Die andere Frau sagt, ich soll bei Ihnen auflegen. Nee. Weil die sagt, ich soll mit keinem anderen sprechen.
Nein, ich habe Ihnen die App angerufen. Ja, Sie müssen nur mit mir. Ja, das stimmt schon. Ja, genau, die andere war zuerst. Ja, genau. Schauen Sie sofort Ihre E-Mail-Adresse. Müssen Sie dann später, Wahnsinn, ich muss dann die andere noch abwürgen. Ja? Hallo? Ja? Also, können wir weiter bitte sprechen? Ja, in einer halben Stunde. So, in einer halben Stunde? In einer halben Stunde. Ich bin gerade bei Bitcoin Trading angemeldet, bei unserer Werbung. Na, hier kam gerade schon wer anders. Von wo rufen Sie an? Woher rufe ich Sie an? Ja, die andere frage ich gerade. Ich rufe aus Berlin, Herr Stein. Ja, dann rufen Sie mal in einer halben Stunde nochmal an, weil die andere war zuerst. Also, Herr Stein, ich habe ein paar Erklärungen bitte zu machen. Ja, in einer halben Stunde, ja? In einer halben Stunde? Ja. Aber was redet Sie mit der anderen Dame, wenn Sie bei uns angemeldet sind? Na, die andere Dame hat zuerst angerufen, nachdem ich mich angemeldet habe. Hallo? Ja? Hat zuerst angerufen. Gärtin, Herr Steiner. Ja, ich versuche ja gerade eine andere Dame loszuwerden, weil die ist irgendwie... Okay, machen Sie ein neues Video heute, oder? Ja. Okay, wann werden Sie das posten dann? Ich denke mal so in einem Monat. Mittlerweile bin ich so einen Monat im Voraus. Ja. Eine lange Zeit, ja? Ja. Okay. Okay. Aber hast du nichts mehr zu tun, ja? Nee, sonst weiter nicht, nee. Okay. Ciao, tschüss. Ja, da waren sie halt beide weg. Naja, wenn sie sich nicht einig geworden sind, wer zuerst mit mir telefonieren möchte, dann machen wir halt einfach mit dem nächsten Gesprächspartner weiter. Wem spreche ich denn da? Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Sie sind Herr Steiner? Ja, und Sie? Ich grüße Sie. Wie geht's Ihnen? Ja, gerade eine beklemmende Situation, aber geht schon. Sie haben jetzt gerade eine Anmeldung gemacht? Das ist richtig. Ja, schon ein paar Minuten her, aber ja. Haben Sie schon Erfahrung oder Informationen über Onlinehandel? Nee, jetzt so noch gar nicht, ne. Bis jetzt nicht. Bitte? Bis jetzt haben Sie keine Erfahrung gehabt? Nee, aber Sie haben ja auch Ihren Namen noch gar nicht gesagt. Mein Name? Mein Name ist Raphael Blank. Ah ja, okay. So, Sie haben keine Erfahrung, ja? Nee, gar nicht. Okay, ich werde Sie alles erklären, wie das Ganze funktioniert und abläuft. Ja. Und nun? Jetzt ist dein Mikrofon aus. Jetzt erklärst du mir gar nichts mehr. Nochmal? Jetzt war gerade still, ich habe nichts gehört. Ach so, haben Sie nicht gehört? Wegen Problem, Internetleitung. Nö, du hast ja dein Mikrofon ausgemacht. Ach so, woher wissen Sie das? Das hört man, wenn du dein Mikrofon ausmachst. Ach so, das hört man. Ja. So, und was sind Sie interessiert, Herr Steiner? Geld verdienen. Geld verdienen? Ja. Durch Onlinehandel? Ja. Wie viel möchten Sie investieren? Na, so viel, dass da ganz schnell ganz viel bei rauskommt. Wie viel möchten Sie investieren? Wie viel muss man denn investieren? Wie viel Sie möchten, ab 250. Ach, ab 250? Ja. Ja, schwierige Frage. Eine schwierige Frage. Ja. Sind Sie beim Arbeit jetzt? Naja, wie man es nimmt. Also ich habe gerade eine Sitzung. Arbeit, meinst du? Ich habe gerade eine Sitzung. Nochmal? Ich sage, ich habe gerade eine Sitzung. Herr Steiner? Ja? Wir haben vor einer Stunde mit meinen Kollegen gesprochen. Habe ich das? Ja, Sie haben das. Okay. Hat Sie gesagt, dass wir ein Hurensohn sind, oder? Nein. Nein? Mhm. Sie hat nicht gewusst, dass Sie ein Hurensohn sind. Ach so. Ja. Das ist aber nett. Wieso machst du solche Anmeldungen? Was? Wieso machst du solche Anmeldungen? Damit ich den anderen Leuten zeigen kann, was ihr für Betrüger seid. Ach so. Und da haben Sie einen YouTube-Kanal vielleicht? Ja, na klar. Wie heißt? Sag ich dir doch nicht. Wieso sagen Sie mir das nicht? Na, sag ich dir doch nicht. So heißt der Kanal.
Sagen Sie mir. Nein, der Kanal heißt so. Der Kanal heißt, sagen Sie uns nicht. Sag ich dir doch nicht, heißt der Kanal, genau. Achso. Wie viele Abonnenten haben Sie da? Was? Wie viele Abonnenten haben Sie da? Im Moment sind es 400. 400 Abonnenten? Ja. Verpiss dich von hier, Hurensohn. Du bestätigst gerade, dass ihr Betrüger seid, ne? Und absolut unseriös. Wer hat das gesagt? Naja, ich meine, ein seriöses Unternehmen... Ich hoffe, dass Sie ein Hurensohn sind. Ja, aber ein seriöses Unternehmen würde, glaube ich, so nicht reden. Seriösen Unternehmen brauchen seriösen Kunden, nicht so Hurensohns wie Sie. Das ist nett. Aber, naja. Was, wenn man von... Sie weiter mit solchen Anmeldungen? Ja, natürlich. Und werde ich Ihrer Mutter ficken, Ihrer Familie ficken, was Sie haben. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, ja, klar. Ist okay für Sie. Die Mutti ist auch auf YouTube. Ihre Mutter ist auf YouTube? Ja. Kann ich deine Mutter sehen? Nee, aber hören. Ach so, hören. Ja. Wie heißt Ihre Mutter? Das sage ich dir nicht. Aber da ging es auch um die Titten von meiner Mutter. Da hat jemand gefragt, wie groß die Titten von meiner Mutter sind. Ja? Ja, ist nicht schlimm. Mach weiter. Irgendwie ist das schon bemerkenswert, wie die Callcenter eigentlich die ganze Zeit selbst belegen, was es für Unternehmen sind. Die geben sich nicht mal im Ansatz irgendwie Mühe, noch seriös zu wirken und ja, beleidigen halt einfach gleich drauf los. Ich meine, geht mal davon aus, ihr würdet euch jetzt ihr wollt ein neues Konto bei der Sparkasse machen. Ich meine, gut, da macht man keine Fake-Konten, aber gehen wir mal davon aus und ihr macht da einen Fehler und registriert euch ein zweites Mal und kriegt auch einen zweiten Anruf und die Mitarbeiter kriegen das mit. Ich glaube, die beleidigen euch da nicht. Also kann ich mir zumindest beim besten Willen nicht vorstellen. Ich weiß es nicht, wie die da immer dazu kommen, aber naja, wie ich schon mal gesagt habe, das sind genau die Typen, die man abends vor der Shisha-Bar sieht und wo man eigentlich eher die Straßenseite wechselt, bevor man an denen da vorbeigeht. Weil Sinnvolles kommt von diesen Menschen einfach nicht raus. Und man hört es hier immer wieder am Telefon, man kriegt immer wieder aufs Neue eigentlich die Bestätigung dafür, was das eigentlich für Menschen sind, aber naja, wenn sie das so wollen und damit eben Erfolg haben, sollen sie halt, ja, eigentlich nicht damit weitermachen, aber naja, was will man von denen erwarten, ne? Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag, Leon Schmidt am Apparat, spreche ich mit Maximilian Muskahammershausen. Ja. Ich grüße Sie, ich bin, wie gesagt, Leon Schmidt. Und ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung, was Sie gerade eben gemacht haben, um Geld zu verdienen durch Onlinehandel. Ist richtig, oder? Ach ja, hier auf der Seite, da steht hier oben drüber, warten Sie, ich muss mal hier, weil ich habe hier noch durchgelesen. Das steht unglaublich, der größte Deal in der Geschichte von Die Höhle der Löwen in nur 7 Tagen reich werden. Ganz im Ernst steht da. Und dann geht es hier noch weiter. Da steht ganz schön viel. Okay, lassen Sie das einfach stehen. Also ich werde Ihnen helfen, ich werde Ihnen alles erklären, wie das alles so funktioniert bei uns und so weiter. Haben Sie denn Erfahrung? Ich finde, die Betrüger, die nehmen immer den Mund ganz schön voll, wenn sie einem erzählen, dass sie einem jetzt gleich alles erklären werden. Und irgendwie, finde ich, fehlt immer der Moment, wo man dann auch begreift, was sie eigentlich von einem wollen. Ich meine, das Einzige, was man da unterschwellig raushört, ist, dass sie 250 Euro Minimum von einem ergaunern wollen. Aber eine Erklärung, wieso und wozu das Geld ist und was man damit genau macht und was da passiert und wie man das anlegt und... habe ich irgendwie noch nie bekommen. Aber das Problem ist, die nehmen halt jedes Mal den Mund extrem voll und erzählen euch jedes Mal, ja, wir erklären das jetzt. Jetzt kommen wir zu der Erklärung. Und da denke ich mir dann jedes Mal, ja, jetzt kommt eine Erklärung. Und dann kommt nichts anderes als Blödsinn. Eine Erklärung habe ich bis heute noch nie gehört, was die eigentlich genau mit dem Geld machen wollen. Mal angenommen, also selbst, wir wissen ja, dass das Betrug ist. Aber könnte man sich da nicht irgendwie eine sinnvollere Geschichte ausdenken? Ich meine, die irgendwie wenigstens auch noch halbwegs logisch klingt. Ich meine, gut, bei der Börse kann man viel Scheiße erzählen, wenn der Tag lang ist. Begreift sowieso keiner, weil es ultra komplex und kompliziert ist. Aber man könnte sich ja ein bisschen Mühe dabei geben, oder? Findet ihr nicht? Nee, gar nicht. Also, ich würde das hier gerne machen mit den 250 Euro. Da steht ja, dass man hier 2,5 Millionen Euro rausbekommt.
Nee, also das versteht ist ja. Auf jeden Fall falsch. Hier geht es um also darum, dass sie 250 Euro investieren. Ja, das ist auch so ein Punkt, der mir tatsächlich jetzt hier schon öfters aufgefallen ist. Die widersprechen eigentlich ihrer eigenen Werbung, weil ich weiß nicht, welche Dussels diese Werbung da erstellen, aber die ist ja sowas von übertrieben, dass man sie gar nicht glauben kann. Tja, und ich weiß jetzt nicht, was unglaubwürdiger ist, wenn man danach die Werbung selbst kaputt redet oder dann wenigstens mit dem ganzen Scheiß mitspielen würde, weil letztendlich bin ich ja der Doofe und tu gerade so, als wäre ich so blöd und wäre darauf reingefallen. Und ja, genau die Werbung möchte ich so haben und dann erzählt er mir, nee, es geht nicht. Also eigentlich ist es wie, wenn ihr am Straßenrand irgendwo, keine Ahnung, beim Flohmarkt, ihr handelt den Preis runter und dann auf einmal sagt der Verkäufer, ja nee, aber das war erstmal nur ein Test, das müssen wir doch teurer verkaufen. Und oder ich kriege nur die Hälfte von dem, was ich eigentlich bezahlt habe. Ja, und ich, also das ergibt alles keinen Sinn, von vorne bis hinten nicht. Aber die haben damit Erfolg, die Leute zu bescheißen. Es ist immer wieder erstaunlich. Und nicht, dass sie irgendwie das erhalten, was da steht oder so. Also es geht hier um Online-Handel, Online-Trading. Ja, das steht hier auch mit Bitcoin-Systemen. Aber hier steht, dass ich dann 2,5 Millionen damit machen kann in nur 7 Tagen. Ja, also ob sie so viel machen, kann ich Ihnen nicht versprechen. Aber sie können auf jeden Fall anfangen zu handeln und so weiter. Na, hier steht garantiert. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal müssen wir das Konto erstmal mit Geld aktivieren. Mhm. Und dann werde ich ja einen Termin mit dem Experten vereinbaren und dann wird es losgehen und ja, dann können Sie anfangen zu handeln. Ja, dann okay? Machen wir das, ja. Mhm. Ja, okay, super. Und können wir, also die Aktivierung, es gibt natürlich verschiedene Wege, wie wir das machen können, aber am schnellsten geht es natürlich per Kreditkarte. Benutzen Sie eine Kreditkarte? Sowas habe ich, glaube ich, ja. Hm. Okay, und können Sie mir die Kartennummer sagen, bitte? Von der Kreditkarte? Genau. Ach so. Naja, der hat zumindest immerhin schon mal bitte gesagt und ja, fragt höflich nach der Kreditkarte. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Ja, da muss ich die mal raussuchen. Ja, suchen die mal, Sie die mal raus? Ja, weil die habe ich ja jetzt nicht immer in der Hand. Bereit, ne? Ja, die habe ich auch noch nie genommen, die Karte. Die kam mal so einfach. Da wird immer einfach Geld abgebucht. Nee, also das passiert nicht, dass da irgendwie immer irgendwie Geld abgebucht wird. Das kann nicht passieren. Also, wie ich Ihnen ja schon gesagt habe, Sie können auch durch Ihre Mutter bezahlen. Das geht auch. Mhm, okay. Ja, also Sie können Ihre Mutter vorbeischicken und wir nageln die mal durch und dann bekommen Sie die 2 Millionen Euro oder wie viel Sie bekommen wollen, ne? Ja. Genau. Okay. Also da sind Sie auch bestimmt einverstanden, wenn wir mal kurz Ihre Mutter durchnageln und Sie dann das Geld bekommen, oder? Und wie geht das denn? Ja, also sie schicken ihre Mutter einfach zu uns. Wir nageln die mal kurz durch. In so ein Paket oder mit DHL dann? Ja, also können Sie selber aussuchen, wie Sie Ihre Mutter hierhin schicken wollen. Oder Sie können die hierhin fahren. Ja, dann nehme ich DHL, ja. Weil bei Hermes kommen die Pakete immer kaputt an. Genau, das stimmt. Also wie gesagt, ich schicke Ihnen gleich die Adresse. Dann können Sie Ihre Mutter hierhin schicken und dann können wir sie ficken. Okay. Alles klar? Mhm. Wunderbar, dann wünsche ich dir einen verschissenen Tag und ich hoffe, deine Mutter wird von 20 Pferden vergewaltigt. Ja, danke, ebenso. Tschüss. Wiedersehen, bis bald. Na Mensch, Herz allerliebst. Tja, ich weiß nicht, wie die Betrüger überhaupt Geld verdienen wollen. Also der scheint das Gespräch hier schon am Anfang an oder von Anfang an ja, verstanden zu haben, worum das hier eigentlich geht und wer ich da bin. Und er hat hier probiert, mich an den Hase rumzuführen. Aber ja, selbst wenn er das gemacht hat, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben wieder jede Menge Zeit von den Callcentern verplempert. Und wie gesagt, was ihr hier immer nicht hört, sind die ganzen Pausen, die ich rausschneide. Also jedes Gespräch ist immer wenigstens ein Stückchen länger als das, was ihr hier gehört habt. Weil jede Menge Pausenzeit halt eben einfach entsteht. Ist halt so. Weil viele Callcenter, ja, und die müssen halt immer wieder sich über was übersetzen lassen, fragen dann irgendwelche Kollegen oder den Typen aus dem Hintergrund. Naja, wie immer. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Dreiteiler auch gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir wie immer gerne mit einem Daumen nach oben.
Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, gerne mit Glocke, dann verpasst ihr auch keine meiner neuen Videos. Ja, und jetzt seht ihr hier noch die Playlist mit allen anderen Abzocker-Videos. Ich bedanke mich fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.